Karte ist bald voll. Diese Maschine hat mal gekostet 4000 Euro. Und sie ist halt runtergesetzt, war auf 1600, auf Sonnenbank gebaut bei ATU, gemütlich in Rade zu zahlen. Zwischen 5 und 6 Liter braucht man auf jeden Fall auf 100 Kilometer. Ja, ich weiß, es ist, aber noch 40 Kilometer habe ich Kundendienst. Und wenn der Rückwärtsgang drin ist, dann macht er, hört ihr? Und ist hier rot. Gangschaltung neutral. Nur bei neutral springt die Maschine an. Nicht bei blau und auch nicht bei rot. So sieht es aus. Und bei dem schönen Wetter. Ja? Kannst von mir aus fahren. Für das ist ja die Maschine da. Das ist für mich ja uninteressant. Ich fahre rauf und runter da im Wasser und so, um zu testen. Um die Maschine. Ja, man darf es aber nicht übertreiben, das muss ich schon dazu sagen. Gell? Nicht übertreiben, weil jüngere Leute tun mit dem Quad halt in der Gegend rumcruisen. Und die jüngeren Leute frisieren die Maschine immer, das ist klar. Sie möchten immer schneller fahren, aber ich kann eins dazu sagen. Für mich, ich mache an der Maschine nichts dran. Nichts, gar nichts. Die fährt 77 km/h auf der Langen. Wenn die Maschine ihre Temperatur reicht, dann fährt sie 77 km/h. Ich mit meinen 130 Kilo kann locker eine Person mitnehmen und mir fahre diese Geschwindigkeit. Und wenn bei diesem Quad während dem Fahren die Lenkung ausbricht, weil sich die Vorderreife in der Spurrille sich reinfresse und das Gegenverkehr, und es kommt ein Auto vom Gegenverkehr bis zum Hause hin, weil so schnell kann es gar nicht reagieren. Deswegen immer alle beide Hände an den Lenkrad. Und die ganz, ganz coole Typs, die mit einer Hand fahren, so wie ich halt, und in der linken Hand halte ich die Kamera, ich mache das auch nur, weil ich es kann. Und ich weiß, wie ich meinen, wo mein Limit, wo mein Maximum ist. Ich kann auch von Weitem erkennen, wo die Spurrillen sind. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Kauft euch so eine Maschine. 45 Euro im Monat kann sich jeder Mensch leisten. Versicherung, wie gesagt, 30 Euro. 45 Euro die Steuer einmal im Jahr. Die Reifen, die Stollerreifen, die können ruhig bleiben, weil für hier sind sie ideal und für die Straße normalerweise nicht. Aber wenn sie sich abgefahren haben, dann haben sie Straßenbelag. Und bis diese 3 cm Profil sich abgefahren haben, braucht man je nach Fahrweise 8.000 bis 10.000 Kilometer. Die über eBay habe ich dann Nachforschungen gemacht, wie geht der Reifen, die Hinterreifen und die Vorderreifen kosten je nach Hersteller, aber die billigsten kriege ich für 30 Euro, das Stück, billiger geht nichts. Es gibt auch Reifen, die allerselben, bis zu 100 Euro das Stück. Dann gibt es nur, ja, aber die nächsten Reifen, die ich kaufe, sind dann nur für Straßenbelag, weil die mit Stollerreife, die vibrieren zu sehr auf dem Asphalt. Aber hier, die Stollerreife, die fressen sich rein. Eine herrliche Maschine. Ich habe ja euch ja versprochen, ich kaufe mir eine. Ja. Ich wollte mir eigentlich, im Grunde genommen wollte ich mir eigentlich übers Internet wollte ich mir
Übers Internet wollte ich mir ein Quad kaufen, und zwar das chinesische Modell Banshein oder Banzai. Das kriegt man für 1200 Euro, hat 200 Kubik, 200, und hat 16 PS, hat kleinere Reifen, hat aber eine höhere Endgeschwindigkeit von 75 km/h eingetragen, und eingefahren geht man auf 85. Und wenn man die hinter die Ritzel dann da austauscht, macht eine kleine Ritzel. Das ist kein großes Tune, das ist eine Sache von einer Stunde. Die Ritzel kostet 15 Euro auf eBay. Dann fährt die Banshan Shinrai fast 100 Kilometer und hat eine Vierganggeschaltung. Ich will also nichts Negatives sagen über Shinrai Banshan. Die gibt es auf zwei Personen zugelassen. Aber ich weiß, dass die ersten Modelle Kinderkrankheit haben, und die Modelle von 2010 sind ausgereift. Ebenbürtig mit dieser Maschine. Aber sie sind halt viel schneller. Ich meine, ich fahre nicht auf Dauer 77 km/h mit der Maschine. Ich mache eine Ritzel rein, und bei 80, 90 ist bei mir dann Ofen aus, weil ich möchte schon, sage mal, auf der Autobahn eine LKW überfahren, ohne dass ich riesengroß Chip-Tuning mache. Ja, wie gesagt. Die Ritze kostet 30 Euro. Man kann sie selber reinmachen, ohne dass man riesengroße Kenntnisse haben soll in der Kfz-Technik. Ne? Ja, die Ritzel mache ich rein, dann fährt die Maschine 90. Sie vibriert auch viel weniger. Und wenn ich mir das selber betrachte, wenn jemand anders auf die Maschine fährt, ne? Ich meine, die wiegt ja nur 40 Kilo, ne? Ich wiege ja dreimal so schwer wie die. Wenn die Gas geben würde auf der Straße, dann wird sie locker 80 fahren. Locker. Weil 40 Kilo sind halt 40 Kilo, nicht so wie ich, 130.